Seite 217. Ich habe, was ich negativ erlebt hatte, in der Figur Hannah überspitzt. Ich erinnere mich an eine meiner Tagträumereien. Ich, ungewaschen, ungekämmt, hässlich und mürrisch, und alle lieben mich. Eine extreme Form von bedingungsloser Liebe. Irgendwie ist dies zur Metapher meiner Figur geworden. Ich habe mit Hannah die weiblichen Untugenden zum Blühen gebracht, über den Humor. Der große Sprung in ihrer Zeit war der Mut zur Hässlichkeit. Das war das Neue, das Besondere, die überraschende Achse zum Komischen. Wer schreibt denn sowas? Das habe ich geschrieben, wobei du hast mir sehr viel darüber erzählt, dass ich es überhaupt schreiben konnte. Wir haben das Buch, glaube ich, schon zusammen erarbeitet, kann man sagen. Eine gute Zusammenarbeit. 40 Jahre Hannah ist eigentlich der Anlass für dieses Buch. Wobei es geht nicht nur um deine Karriere, es geht auch oft um dein Privatleben. War das eigentlich schwierig für dich so? Ja, es war einfach schwierig. Immer wenn ich die Türe öffnen wollte, musste ich aufpassen, dass du nicht gerade hinterm Schlüsselloch durchgeguckt hast. Also ich musste ab und zu eine Grenze überwinden, aber ich denke, für ein Buch musst du einfach so ein bisschen Stoff und ein bisschen Fleisch liefern, weil es ist ja, es geht ja nicht nur einfach darum, irgendwelche Bettgeschichten zu erzählen, aber all das, was Beziehung ist und was privat ist, prägt ja schlussendlich extrem meine Arbeit. Also meine Stücke kommen ja auch aus diesem Kompost, der mein Leben ist. Also von dem musste ich dir was erzählen, aber ich war immer froh, bist du Historikerin und interessiert dich vor allem das Einbetten dieser sehr privaten Geschichte in ein größeres Ganzes. Ja, und das hat mich auch von Anfang an fasziniert. Du bist ja, wie soll ich sagen, du warst eine Alt-68erin, du bist in den 50er Jahren in diesem katholischen Rheintal mit deiner extrem rigiden Moral, die deine Eltern eingeimpft haben, aufgewachsen. Und ja, man kann anhand deiner Lebensgeschichte eben auch sehr viel schöne Zeitgeschichte erzählen. Und das fand ich spannend. Und ja, vielleicht lese ich dazu gerade noch mal ein Stückchen. Du bist ja mit drei Brüdern aufgewachsen. Du warst das einzige Mädchen. Das hat einen großen Einfluss gehabt auf dein Leben. Aber eben nicht nur, sondern ja, eben auch diese katholische Welt, in der du da aufgewachsen bist. Und du hast mir oft gesagt, du hättest dich fremd gefühlt. Und dazu lese ich kurz. Hängt die Fremdheit auch damit zusammen, dass der Geschlechterunterschied von den Eltern so stark betont wird? Gadi möchte sein wie die Brüder, muss aber anders sein. Weil sie ein Mädchen ist. Mädchen sind brav, tragen Röckchen, weiße Kniesocken, klettern nicht auf Bäume, pfeifen nicht und sind nicht laut. Mädchen nehmen sich zurück, passen sich an, sind lieb. Also wir haben ja nicht nur miteinander diese Biografie erarbeitet, sondern es gibt hier drin auch noch das Werkbuch, die Schneiderin. Das habe ich geschrieben, und zwar habe ich aufgeschrieben, wie ein Stück entsteht. Und das Buch ist im Netz mit allen Protokollen, allen Videos, allen Fotoskizzen. Und dieses Buch hätte ich sehr gerne als junge Künstlerin gelesen. Werkbuch für alle zugänglich und dann die ganzen Bilder, Skizzen. Ich habe nichts gekürzt, weil ich finde, gerade die ständige Wiederholung, das immer gleiche Wiederarbeiten, macht eben die Kreativität aus. Es ist nicht, dass du irgendwann eine geniale Idee hast, das hast du ganz selten manchmal auch, aber meistens ist es einfach harte Arbeit. Eigentlich würde ich jetzt hier eine Woche spielen. Und wir hätten die Buchvernissage. Wegen Corona fällt alles ins Wasser. Wir gehen trotzdem rein. Wir gehen lesen. Das Spannende in einer Biografie sind ja die Umbrüche, die Wendepunkte. Die großen Katastrophen. Und in deinem Leben und in der Mitte des Buchs haben wir den großen Umbruch in deinem Leben, Mailand 1981. Du hast etwa 2,5 Jahre
hinter dir als sehr, wie soll ich sagen, ärmliche Künstlerexistenz. Du warst auf der Suche nach einer Kleinfigur. Es hat nicht geklappt. Und dann? Es ist vorbei. Deprimiert irrt sie durch das trostlose Quartier am Stadtrand von Mailand, das ihre Stimmung widerspiegelt. Sie hat nichts zum Spielen, keine Projekte, keinen Bühnenpartner, keine Figur. Sie wird mit ihren zwei Apfelkisten nach Zürich zurückreisen und eine Schreinerlehre beginnen. Das Tischlern wird sie das blöde Theater vergessen lassen. Und dann kommt Ferruccio Gainero, dein Partner, und sagt, ja, wieso schreibst du nicht ein Solo und ich mache die Regie und probier's doch und dann. Noch am selben Abend setzt sich Galeotta hin und skizziert die Grundidee für ein Stück. Die drei Heiligen, die zu der französischen Nationalheldin Jeanne d'Arc gesprochen haben, irren sich in der Adresse und geraten statt an die Hausnummer 6 an die 9. Dort treffen sie auf eine Hanna, die zu dick für die Rüstung ist und zu dumm, um den Auftrag zu verstehen. Sie ist eben nicht Giovanna d'Arco, sondern Giovanna d'Arpo. Das war sozusagen die zündende Idee, die du hattest. Du hast das erste Mal diese Giovanna d'Arpo am Benvengamaccio in Mailand im Mai 1981 aufgeführt. Ja, und dann wurdest du ein Weltstar. Also, ich habe zwar in 35 Ländern gespielt, also in der ganzen Welt, in 4 Kontinenten, aber Weltstar im Theater. Ich bin wirklich mehr eine Weltamsel.